Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und in diesem Video geht es um die EKSA EM 600. Ich habe auch schon die 100 in Video gemacht, also zu der 100er Maus. Musste aber nochmal machen, weil ich das hier falsch gestellt hatte und da habt ihr die Software nicht gesehen. Und ja, die wird auch installiert hier. Haben wir. Da steht ESKA, ich habe hier schon mein Profil benannt. Hier könnte man resetten, dann ist alles auf Werkseinstellung. Auch mein Speed geht dann runter. Ich habe mir die Mitteltaste, da steht Sniper-Taste, habe ich mir auf Windows-Taste gemacht. Man kann auch DPI, man kann alles Mögliche reinballern. Und hier unten könnt ihr dann noch zum Gaming-Mode umschalten. Ja, ihr könnt dann praktisch auch hier oben, habt da Plus und Minus. Habe ich den DPI-Wert falsch. So. Ja, ist das schon angenehmer, weil ich durch Plus und Minus gedrückt habe. Nehmen wir Plus und Minus. Und wie gesagt, ihr könnt DPI könnt ihr dann hier raufpacken oder so. Und wir haben auch noch einen Gaming-Modus. Da ist dann halt da der Snapper-Key. Da könnt ihr euch auch nochmal alles anpassen. Performance habt ihr ja gerade gesehen. Hier kann man die DPI-Werte einstellen. Einfach anklicken, das was rot ist, ist mein Wert. Sieht ihr jetzt nicht, dass normalerweise ist, wäre es dann bei mir hier gelblich. Aber da ich den Farbwechsel anhabe, Rainbow. Nee, ist anderer Rainbow-Effekt gerade. Das können wir auch noch neu einstellen. Würde das dann halt dementsprechend leuchten. So, jetzt gehen wir mal auf Licht. So. Und jetzt nehmen wir einfach mal Apple. Da ist er wieder. Also mit der Wave, das finde ich ganz toll. Da haben wir hier unten richtig schön ein Regenbogenlicht. Sieht wirklich fantastisch aus. Und hier oben gehen dann nach und nach die Farben durch. Wir können ja auch nochmal hier Jojo machen. Kann man dann mit den Farben machen. Aber ich finde halt, wir können auch Neon hier machen. Kommen hier unten hoch halt, wie gesagt, die Farben nach und nach durch. Aber ich ehrlich muss ich wirklich sagen, ich finde Rave hier wirklich am geilsten mit dem Regenbogeneffekt hier unten. Es kommt halt nicht so geil rüber, wie das. Das ist sowieso schlecht, man wirklich auf der Unterlage hier am besten. Das sieht richtig geil aus. Ihr könnt euch auch noch die Helligkeit anpassen, wenn euch das zu hell ist, macht das runter. Wenn euch das zu langsam ist, macht das schneller. Apple. Wenn es blinkt, seht ihr immer, dass es halt gerade umgestellt hat. Jetzt ist es wieder richtig. Müsst ihr mal gucken, ihr seht da nicht, wie das geht. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht schön. So, und natürlich volle Helligkeit. Nackig haben. So, dann haben wir. Da waren wir schon. Dann haben wir die Makro-Tasten. Da kann man Makros machen. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nie mit beschäftigt. Das sind wohl Tastenkombinationen, die man machen kann, die dann abgespielt werden oder so. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Wenn da einer von euch was zu sagen kann, einfach in die Kommentare. Aber mit Makros habe ich mich noch nie beschäftigt. So, dann. Also habe ich jetzt auch überfragt, Gun. Ihr könntet auch umbenennen, Profil logischerweise. Ihr könnt auch noch andere Profile erstellen.
gesagt offen. Aber ich finde es so eigentlich ganz okay. Und auch mit der Maustaste, dass ich dann halt hier mir Windows hier gleich öffne. Hier rüber, zack. Kannst auch, wenn ich es hier nicht brauche, einfach raufklicken und dann wird es deaktiviert. Finde ich ganz angenehm, muss ich sagen. Ist, ja. Und wenn er jetzt zum Beispiel hier die Effekte ausschaltet, dann könnte er ja praktisch, dann würde das dann so leuchten, wie es hier ist, gelblich. Mal zeigen. Light Setting off. Apply. So, ist off. Standard. Weiß. Apply. Mit DPI-Setting. Ja, da müssen wir dann, muss ich dann noch ein bisschen rumfummeln. Aber man kann halt auch dann das Licht so dauerhaft eine Farbe einstellen oder halt so wie der DPI-Modus ist. Das geht bei der 100 auch. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die höchste DPI-Wert gehe, wird so rosa, 4000 ist blau, türkis, dann gelb und dann ist, habt ihr praktisch hier das Licht ist dann halt so wie der DPI-Wert ist. Aber damit muss ich mir erst beschäftigen. Auch hier mit den ganzen Geschwindigkeiten und so, das habe ich. Damit habe ich mich nie großartig beschäftigt. Ich war nie der großartige PC-Zocker oder so. Und für mich reicht das aus, wenn ich den DPI-Wert schnell langsam machen kann. Da bin ich schon vollkommen glücklich. Ja, also, weil das ganz langsam ist mir zu langsam, aber hier so, das ist so meine Geschwindigkeit. Weil da halt so klappt, dann bin ich da zufrieden. Hier mit Gun und Makro habe ich mich noch nie so mit beschäftigt. Wenn da von euch eine Ahnung hat, der kann gerne in die Kommentare schreiben oder mich anschreiben, dass ich da mal ein bisschen durchsehe. Das würde mich auch freuen. Wie gesagt, Gaming-Modus können wir noch machen. Sonst ist eigentlich jetzt selbsterklärend. Wenn ihr die Tasten ändern wollt, ihr seht da ja DPI Plus und Minus. Sind halt diese Plus- und Minus-Tasten. Wenn ihr die nicht wollt, wenn ihr sagt, ihr habt euren DPI-Wert drinne, ist gut, der reicht so aus. Ihr könnt da auch vor- und zurückspulen oder laut und leise machen. Ja, also vor- und zurückspulen, ihr habt die auch. Da Volumen, laut und leise. Ist dann euch überlassen. Da könnt ihr auch sagen, oder ihr macht euch DPI hier auf eine Taste. Ja, und dann kann man sich ja so einstellen, wie man mag. Aber ich finde so die ganzen nochmal in Standardeinstellungen, bloß dass ich mir hier Windows-Taste drauf geballert habe, finde ich schon für mich vollkommen ausreichend. Sie liegt auch sehr gut in der Hand. Na, vielleicht doch ein bisschen zu schnell. Ah. Mag das nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Komm ich über hin? Ja. So gut. So, dann soll es jetzt dazu gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.